Warum verlassen eigentlich so viele Ausländer Japan nach ein paar Jahren? Ja, Kaffee stimmt, so kann man den Tag starten. Und damit würde ich sagen, wir kommen schon direkt zum ersten Punkt, warum so viele Ausländer Japan denn verlassen. Und aus meiner Sicht ist ein großer Grund auf jeden Fall die schwierige Integration in die Gesellschaft. Ja, es ist halt so, Japan ist eine ziemlich homogene Gesellschaft, in der es noch nicht so viele Ausländer gibt. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger für Ausländer in die Gesellschaft reinzukommen. Ich würde auch sagen, es ist ein bisschen geschlossene Gesellschaft auch. Es ist nicht ganz so einfach, das Eis zu brechen und erstmal Freunde zu finden, was eben auch an der Sprache liegt. Japanisch ist eine der schwersten Sprachen in der Welt so. Und gerade für uns Europäer, wenn wir das lernen, komplett anderes Schriftsystem, komplett andere Grammatik und auch die ganzen Höflichkeitsformen. Man muss erstmal viel Zeit und Mühe reingeben, bis man es beherrscht. Und natürlich auch die ganze Kultur ist anders, da muss man erstmal reinkommen und sich mit den ganzen Umgangsweisen vertraut machen. Und deswegen, man ist als Ausländer erstmal ein Exot. Auch das ganze Aussehen, wenn wir jetzt einen Europäer nehmen, zum Beispiel nach Japan kommen, dann fällst du halt direkt auf. Und deswegen wird man am Anfang halt direkt schon als Ausländer, der man ja auch ist, abgestempelt, aber es ist auch direkt sichtbar. Und eigentlich müsste man durch dieses Anders-Aussehen das irgendwie kompensieren, dadurch, dass man die Sprache extrem gut kann. Und die ganzen Umgangsweisen extrem gut kann, um dann auf ein Level kommen zu können. Und für manche klappt das eben gar nicht. Man ist immer vielleicht zu einem minimalen Teil ein kleiner Outsider, aber manche bleiben das halt eine ganze Zeit lang, indem sie zum Beispiel die Sprache nicht so gut können oder jetzt nicht so viel Energie darauf aufwenden, in die japanische Gesellschaft reinzukommen, beziehungsweise das nicht Priorität ist. Ich kann mir vorstellen, wenn man halt nicht Teil der Gesellschaft ist, dann langfristig in Japan zu leben, dass es einen dann auch nicht so glücklich macht. Ja, Punkt 2 wären die Arbeitsbedingungen in Japan, die Arbeitskonditionen. Und das ist so, wenn du zumindest bei einer japanischen Firma arbeitest, dass du da so durchschnittlich 10 Urlaubstage im Jahr hast. Was jetzt mit Europa zum Beispiel verglichen nicht ganz so prickelnd ist. Und auch, dass das Gehalt, das Einkommen niedriger sein soll, vergleichsweise. Das heißt, auch wenn du selbst in so einem Job arbeitest wie in der IT-Branche, da wirst du auch in Japan gut verdienen können. Aber wenn du das vergleichst mit den Möglichkeiten, die du in den USA oder in Europa hast, dann ist es nicht ganz so hoch. Das habe ich auch von einem Kumpel gehört, liebe Grüße raus an Senpai, der das meinte, dass es vergleichsweise nicht ganz so hoch ist, beziehungsweise du in anderen Industrieländern deutlich mehr verdienen könntest in der Branche. Und ja, es ist auch so, dass du in japanischen Firmen dann tendenziell mehr Hierarchiesystem hast. Da muss man natürlich auch erstmal klarkommen. Und es kann halt sein, je nach Firma, dass du dann Überstunden machen musst. Kommt wirklich sehr auf die Firma an. Und allgemein ist es halt so, dass du gut bezahlte Arbeit dann nur kriegen kannst, meistens, wenn du einen Uni-Abschluss hast. Darauf legt man in Japan noch mehr Wert. Das macht das Ganze auch nicht einfacher. Und ja, also die Arbeitskonditionen können auf jeden Fall ein Grund sein, warum man jetzt nicht in Japan unbedingt leben möchte oder nicht langfristig leben möchte. Ja, ein weiterer Grund, warum es Leute aus Japan wegziehen könnte, ist das Bildungssystem in Japan. Wenn ich selbst auch drüber nachdenke, dann wäre ich jetzt nicht der größte Fan davon, meine Kinder auf eine japanische Schule zu schicken. Ich weiß, ich kenne es nicht zu 100%, aber von dem, wie ich es einschätze, von dem, was ich mitbekommen habe, lernst du da halt jetzt nicht so viel kritisch zu hinterfragen und deine eigene Meinung auch zu Dingen bilden zu können. Und auch aus dem Grund, weil das Englisch, was du dort in der Schule lernst, nicht so krass ist und du nicht so viele Englischstunden hast. Und das finde ich persönlich auch ziemlich wichtig, wenn ich jetzt Kinder hätte. Und das Ding ist dann, wenn du deine Kinder auf eine internationale Schule schickst, dann ist es ziemlich teuer, weil es ist ja auch alles privat und man muss mal gucken, ob man sich das überhaupt leisten kann. Und selbst wenn du dein Kind auf eine japanische Schule schickst oder im japanischen Bildungssystem aufwachsen lässt, dann ist es auch vergleichsweise teuer, zumindest zu dem, was ich aus Deutschland kenne, weil es so ist, dass in Japan einfach der Name der Uni sehr wichtig ist, also ne, dass dein Kind auf eine renommierte Uni geht und so.
Und damit das Kind auf eine renommierte Uni gehen kann, ist es bei vielen so, dass sie extra dann auf so eine private Highschool gehen, wo es leichter ist, dann den Übergang zu der Uni zu schaffen, weil die einen dann mehr auf den Test, auf den Einstufungstest in der Uni vorbereiten und so welche Sachen. Kann man natürlich nicht pauschalisieren, kommt aber vor, die ganzen Universitätsgebühren, die sind teuer. Sowohl bei öffentlichen Unis als auch bei privaten Unis. Dafür ist das Level auch nicht so krass. Ich habe ja selbst bei einer renommierten Universität hier in Japan ein Auslandssemester gemacht. Und das Niveau war jetzt nicht höher als in Deutschland und du zahlst schon ziemlich viel dafür. Also das ganze Bildungssystem in Japan ist nicht ganz so attraktiv, finde ich. Deswegen, das wäre auf jeden Fall ein Grund auch für mich, warum ich dann nach Deutschland wieder ziehen würde. Ja, eine weitere Sache, die das Leben in Japan ein bisschen als Ausländer erschwert, ist diese ganze Visumsituation. Japan ist jetzt nicht das Land, was das beste Einwanderungsland ist von den ganzen Bedingungen her. Beziehungsweise macht es einem Ausländer auch nicht ganz so einfach, muss man ehrlich sagen. Weil es ist nicht so einfach, so ein Visum zu kriegen, was wirklich über längere Zeit geht. Es ist meistens sehr befristet, auch wenn du als Hochqualifizierter nach Japan kommst. Dann sind da die meisten Visen so 5 Jahre, das soll so das Maximale sein und dann kann man es irgendwie erneuern. Und wenn man jetzt irgendwie einen Job macht, der jetzt nicht so hochqualifiziert ist, dann ist es oft so, dass du dann nur 3 Jahre hast oder jedes Jahr dich neu um ein Visum kümmern musst. Ja, also es gibt auf jeden Fall Länder, wo es einfacher ist, ein längerfristiges Visum zu erhalten als in Japan. Ja, das war auf jeden Fall lecker. Was aber nicht so lecker ist, ist, wenn die anfängliche Romantik gegenüber Japan in die bittere Realität niederkommt und man von dieser Realität abgeturnt ist. Ja, das war jetzt ein bisschen extrem formuliert. Es ist jetzt nicht so, dass für jeden eine bittere Realität wird, wenn man länger in Japan ist. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass es verschiedene Phasen geben kann gegenüber der Beziehung zu Japan. Und auch ich habe ein paar Phasen erlebt. Und zwar ist es vielleicht bei vielen am Anfang so, und so war es bei mir auch, dass wenn du im Urlaub in Japan bist, dass wenn du am Anfang in Japan lebst, dass du da natürlich eher die positiven Seiten wahrnimmst und dir denkst, alles ist perfekt, so ein schönes Land, ich möchte für immer hier bleiben. Die Phase hatte ich auf jeden Fall. Aber je länger man dann in Japan ist, desto mehr lernt man eben auch die negativen Seiten kennen. Deswegen war es bei mir so, dass die erste Phase super positiv war, dann als es eine Phase gab, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es doch gar nicht so geil, wie ich dachte oder diese Regeln verstehe ich nicht oder die tun ja nur so höflich und eigentlich denken sie was anderes und so eine Zeit lang, wo mich das ein bisschen gestört hat. Aber dann hatte ich die letzte Phase, das ist glaube ich die dritte Phase, wo ich dann für mich entschieden habe, dass ich das aber trotzdem eigentlich ganz cool finde insgesamt. Ich habe die Kultur mehr verstehen gelernt. Ich kenne zwar auch die negativen Seiten, aber ich bin für mich zum Entschluss gekommen, dass ich viele Sachen oder es im Gesamtpaket trotzdem mag. Und ich habe auch viele positive Sachen kennengelernt, die ich davor noch nicht kannte. Es kann in zwei Seiten eben gehen. Einerseits, du lernst negative Seiten kennen, wie gesagt, dass es dann doch nicht so einfach ist, Freunde zu finden, dass manche vielleicht gar nicht so nett sind, wie sie tun, dass es gesellschaftliche Dinge sind, die einem nicht so Spaß machen, zum Beispiel, dass es ein starkes Hierarchiesystem gibt und man nicht der Fan davon ist und so weiter. Aber auf der anderen Seite kann es eben auch neue positive Seiten geben. Also es muss nicht immer so einseitig sein, also es heißt nicht, dass es dann negativ wird, sondern wie gesagt, erste Phase vielleicht ist super schön, dann negativ und dann kommt es auf die Person an, ob man es dann mag oder nicht so mag. Diese positiven Seiten können dann eben auch sein, dass man zum Beispiel ein neues Gericht aus Japan kennenlernt, das man noch nicht kannte oder dass man die Traditionen kennenlernt in Japan, die man dann extrem feiert oder neue schöne Orte in Japan kennenlernt, von denen man noch gar nichts wusste. Und das ist eben Typsache. Das ist wirklich Typsache, ob es dann einem gefällt oder nicht. Und auch, ob man die Challenge mehr annimmt oder nicht. Und warum ich das auch anspreche, ist, weil, denke ich, viele auch nach Japan kommen, weil sie denken, Japan ist perfekt und so. Man hat natürlich dieses schöne Bild aus japanischer Popkultur, Anime, Manga und so weiter. Und vielleicht auch die Leute sich in Deutschland zum Beispiel nicht so wohlfühlen, dann nach Japan kommen möchten. Was man aber wissen muss, ist, dass Japan nicht deine Probleme löst. Also es sind hauptsächlich interne Faktoren, warum man glücklich ist oder nicht. Klar, es kann helfen, wenn die Umgebung anders ist. Aber letztendlich, wenn man selber nicht happy ist, egal an welchem Ort man ist,
dann wird es schwer, wirklich vollkommen glücklich zu sein, egal an welchem Ort man ist. Hat es jetzt Sinn gemacht? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, und dann anknüpfend kommt es dann bei manchen Leuten eben zum Heimweh. Es ist halt so, dass Japan nun mal am anderen Ende der Welt liegt, von Deutschland aus gesehen zum Beispiel, oder fast am anderen Ende der Welt liegt. Und da ist es nicht mal so einfach so mal nach Deutschland zu kommen. Die Flüge sind nicht so billig und dann kommt es dann auch auf die finanziellen Mittel an, ob man einfach mal so rüberfliegt. Und das ist halt schon ziemlich eine Entscheidung. Da kommt es dann halt sehr darauf an, auch wie heimatverbunden ist man. Und wie gut kommt man eben in Japan zurecht? Inwiefern passt dein Charakter zu Japan? Inwiefern fühlst du dich wohl? Überwiegen die Vorteile, die man in Japan hat oder eben doch nicht? Welche Vorteile überwiegen? Das ist da so die Sache. Ja, und um das Thema abzuschließen, möchte ich dann noch mal ein bisschen von mir reden, von meinen Erfahrungen und auch erläutern, warum ich glücklich in Japan lebe. Weil wenn ich mir die ganzen Punkte von davor angucke, dann bin ich für mich zu einem Schluss gekommen, dass ich wirklich so einen Sweet Spot gerade treffe, der mich glücklich in Japan lässt, sage ich mal so. Wenn man sich zum Beispiel den Punkt Arbeit anguckt, dann habe ich da keinen Nachteil, weil ich bin ja selbstständig, ich mache ja YouTube und ich bin ja auch eigentlich für YouTube nach Japan gegangen. Das heißt, es ist nicht so, dass ich nur, weil ich in Japan leben möchte, dass ich dafür dann nach Japan gegangen bin und irgendeinen Job mache, der mir nicht Spaß macht. Hauptsache, dass ich in Japan lebe, weil das könnte ein Negativpunkt sein. Aber ich bin ja nach Japan gegangen, um was zu machen, was mir Spaß macht. Ich habe eben keine schlimmen Arbeitskonditionen, sondern kann mir die Zeit selber einteilen und mache das, was mir Spaß macht. Und ja, aber der Punkt stimmt schon mal bei mir. Ja, dann das Thema Bildung. Das ist auch ein Thema, was für mich jetzt gerade nicht so wichtig ist, weil ich habe ja Uni gemacht, studiere ja nicht mehr und ich habe jetzt auch keine Kinder. Zumindest nichts, von denen ich wüsste. Also ich musste mir da jetzt noch nicht so krasse Gedanken machen. Aber wie gesagt, falls ich jetzt Kinder hätte, dann würde ich echt mit dem Gedanken spielen, ob ich wieder zurück nach Europa ziehe oder nach Deutschland ziehe, ja. Und was den Punkt mit der Integration in die Gesellschaft angeht, das ist auch ein Punkt, wo ich vielleicht nicht hundertprozentig angekommen bin, aber wo ich abgewogen habe und gemerkt habe, dass es gut ist, dass ich mich nicht als Japaner identifiziere, sondern dass ich mich halt als jemand identifiziere, dessen Mutter Japanerin ist, aber in Deutschland aufgewachsen ist, weil es gab eben diese Zeit, wo ich mich als Japaner identifizieren wollte, aber dann doch irgendwie Outsider war, dann doch irgendwie anders war, wo ich relativ traurig war deswegen. Und deswegen, ich identifiziere mich mittlerweile nicht mehr als Japaner und das macht mich auch glücklicher, weil ich dann nicht so enttäuscht bin, wenn mich jemand anders sieht oder wenn ich merke, dass ich eben nicht komplett so bin wie die Leute hier. Das ist auch okay so. Und Heimweh ist auch nicht so ein Ding für mich, weil ich bin jemand, der vermisst Leute nicht zu krass. Das hört sich ein bisschen unsympathisch an, aber ja, ich freue mich immer, wenn ich meine Leute wieder sehe, aber ich bin keiner, der zu krass heimatverbunden ist, der zu sehr in der Community drin ist oder so, oder in einem Freundeskreis, sodass ich das schlimm finden würde. Deswegen bin ich, glaube ich, ein Typ, der damit ganz gut umgehen kann. Und ja, ich bin ja auch ab und zu in Deutschland, also das ist für mich jetzt nicht ganz so schlimm. Es sind also mehrere Faktoren, die dafür sorgen, dass ich hier glücklich bin. Auch der Faktor übrigens, dass ich hier in Tokio lebe und dass du hier natürlich auch so eine International-Bubble hast, wo du klarkommen kannst. Weil wenn du jetzt nochmal irgendwo anders leben würdest in Japan, dann wäre es nochmal einen Ticken schwieriger. Aber in Tokio ist es eben auch so, selbst wenn du was vermisst aus Europa, du kriegst es irgendwie. Es gibt ja zum Beispiel auch deutsches Essen. Ja, das ist schon auf jeden Fall ein Vorteil und macht das Leben irgendwie auch einfacher, wenn man in so einer Stadt wie Tokio lebt, die halt auch international ist. Ja, ich habe hier noch abschließend ein kleines Dessert sozusagen gegönnt. Und zwar ein Croissant, ein Unbutterpan. Das ist so ein kleines Croissant mit Anko, mit süßer Bohnenpaste und Butter drin. Probiere ich zum ersten Mal mit Butter und ich muss mal gucken, wie es schmeckt. Das passt perfekt. Also ich bin ja Fan von süßer Bohnenpaste, also Anko. Aber mit Butter kommt es nochmal ganz böse. Also wirklich gut, wirklich ehrlich, schmeckt mir echt gut. Es ist halt so, wie wenn du eine neue Sache probierst, wie zum Beispiel ich das Brot gerade eben. Man weiß vielleicht nicht, was einem erwartet, wenn man etwas Neues isst. Aber du kannst ja nur herausfinden, ob du etwas magst oder ob es dir wirklich gefällt, wenn du es probierst.
wenn ich dem Brot keine Chance gegeben hätte, dann wüsste ich ja nicht, wie es schmeckt. Ich habe es probiert und mir hat es geschmeckt und bin happy. Ja, aber natürlich, es hätte mir auch nicht schmecken können, wenn ich es probiere. Aber selbst dann wäre es für mich nicht so schlimm gewesen, weil ich habe ja dann die Erfahrung gemacht. Ich weiß es dann ja jetzt, dass es mir nicht so schmeckt und dass ich lieber andere Brotsorten kaufen sollte. Und trotzdem war es eine interessante Erfahrung und interessant, wie es geschmeckt hat am Ende des Tages. Und deswegen wäre ich froh, wenn ich zumindest das Brot einmal probiert habe. In diesem Sinne, ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es waren ein paar interessante Einblicke da. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Abonniert gerne, um keine weiteren Videos mehr hier aus Japan zu verpassen. Macht's gut und Peace!